einen wunderschönen guten Abend am ersten Tag des Easter Hacks in Regensburg. Noch eine kurze Ankündigung. Wir hatten hier gerade eben kurz den Screen aus dem Himmel. Registriert euch gerne im Engelsystem und klickt euch Schichten. Aber bevor es ums Engeln geht, geht es erstmal um Virtualisierung und Proxmox. Denn wie wir vielleicht wissen, VMware als Virtualisierungsumgebung geht es gerade nicht so gut. Weshalb wir uns Alternativen wünschen. Eine Alternative dazu ist die Virtualisierung mit Proxmox, die Mephisto uns heute vorstellen wird. Er selbst hat langjährige Erfahrung in der Systemadministration, Security und eben auch der Virtualisierung mit Proxmox, sodass wir nun etwas über Best Practices und eine allgemeine Einführung in Proxmox hören werden. Die Bühne gehört dir. Dankeschön. Schön, dass ihr da seid. Kann's ja losgehen. Wie Lea gerade schon gesagt hat, wir reden heute ein bisschen über Proxmox. Er freut sich immer größerer Beliebtheit. Ich würde erstmal eine kleine Einführung geben, so einen groben Überblick, von welchen Komponenten wir reden. Wir reden von den unterschiedlichen Ausbaustufen, ein bisschen mit dem Fokus auf Clustering und auf hochverfügbare Systeme. Wir werden sprechen über Hyperkonvergenz, insbesondere mit Ceph, was seit einiger Zeit mitgeliefert wird. Wir werden auch über Themen wie Sizing reden, das heißt, wie berechne ich meine benötigten Ressourcen. Backup-Konzepte spielen irgendwie dann auch eine Rolle. Und aus aktuellem Anlass, weil wir ja gerade gehört haben, vor allem, mir geht es nicht so gut, gibt es Migrationsmöglichkeiten, wie wir Workloads von VMware und anderen Hypervisern eigentlich relativ gut auf Proxmox migrieren können. Und last but not least über ein paar Security Best Practices, die man beim Betrieb von Proxmox-Clustern irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf behalten sollte. Ein paar Worte zu mir. Ich bin der Mephisto. Mein Home-Hackspace ist die Binary Kitchen hier in Regensburg. Ich bin seit längerer Zeit IT-Consultant, bin in der Netzwerkadministration relativ lange als Sys-Admin schon tätig. Nebenher verdinge ich mich noch ein bisschen in Sachen Security und Pentesting. Mit Virtualisierung im Speziellen bin ich eigentlich seit 2003 unterwegs, damals mit dem UrXen, mit der UrXen-Version, die als Kernel-Patch mal released wurde. Also XenD war das damals, dann XenServer, XenCloud-Plattform in wechselnder Reihenfolge. Und so nebenher immer ein bisschen mal was mit ESXi-Clustern gemacht. Und wenn es unbedingt sein musste, auch mal Hyper-V angefasst. Aber da sind meine Kenntnisse irgendwie nur relativ rudimentär. Also eher aus der Perspektive der Migration zu Proxmox hin. Proxmox selber benutze ich seit 2014, zum einen mal in Projekten im Open Source oder Community Involvement, aber auch in zunehmendem Maße geschäftlich, also letzten Endes im Business-Umfeld, auch mittlerweile dann für Mission-Critical-Sachen. Und in dieser Zeit habe ich eine ganze Menge Dinge erfahren und gelernt, die ich mit euch teilen möchte. Proxmox, wovon reden wir? Es ist eine Virtualisierungsumgebung auf Basis von Debian. Das heißt, der komplette Unterbau ist immer Debian. Die aktuelle Version ist 8.1, ist installierbar als ISO-Image, also letzten Endes direkt ein standardisiertes Package, oder aus dem Debian-Repository in ein bestehendes Debian rein. Side note, ich würde auf jeden Fall immer empfehlen, wenn ich nicht irgendwie rumfrickeln will, das vom ISO zu installieren, weil es immer ein paar Sonderdinge zu beachten gibt, wenn ich es halt auf ein bestehendes Debian draufbauen möchte. Es ist eine Virtualisierung basierend auf QEMO und der Kernel Virtual Machine, also KVM, und bringt parallel noch die Orchestrierung für eine Containerisierung mit auf Basis von LXC. Also wenn man neben seinen VMs noch Container betreiben will, die direkt auf dem Host laufen, kann man das mit LXC machen. Die Orchestrierung funktioniert eigentlich mittlerweile komplett webbasiert. Man kann sich da irgendwie alles zusammenklicken. Das sieht aus wie im Grunde auch die Orchestrierung von VMware oder von XenServer oder XenCloud-Plattform. Das ist alles relativ identisch. Man findet sich da relativ schnell wieder. Wenn ich an das Thema Storage denke, habe ich ein recht breites Spektrum an Dingen, die ich dort bespielen kann. Ich kann LVM benutzen, ich kann ZFS bzw. Z-Volts als Block-Device benutzen, ich kann iSCSI anbinden, ich kann NFS-Storages benutzen, Samba, wenn es denn unbedingt sein muss, auch wenn ich es nicht empfehle. Und schließlich bringt es noch Ceph als hyperkonvergenten Storage-Layer. VMware-Leute würden wahrscheinlich sagen Vsan mit, was ich halt dann benutzen kann, um
innerhalb dieses Clusters noch einen Storage-Cluster zu bauen. Workload Mobility, das heißt, welche Features habe ich, um meine Workload mobil zu halten und am Laufen zu halten, auch über Wartungszyklen hinweg. VM Live Migration geht halt sowieso, das heißt, eine VM von einem Host auf den anderen ziehen. Ich habe Storage Live Migration, das heißt, wenn ich das drunterliegende Storage ändern will oder komplett austauschen will, kann ich das auch im Betrieb machen. Und es gibt auch eine Cross-Cluster-Migration, das heißt, wenn ich zwei komplett separate Cluster habe mit bestimmten Einschränkungen, kann ich auch zwischen diesen beiden Clustern eine Live-Migration durchführen. Das Ganze geht halt nicht über die UI, sondern ist, sagen wir mal, ein undokumentiertes Command-Line-Feature. Aber wenn es denn unbedingt sein muss und die CPU-Features so grob übereinstimmen, dann geht auch das. Genau, ich habe es gerade schon angedeutet, wir haben einen integrierten hyperkonvergenten Storage Layer auf Basis von Ceph. Ceph ist im Grunde ein Object Storage und Proxmox hat den relativ geschickt in ihr Packaging gebundelt. Das heißt, es ist gut in die UI integriert. Ich muss, auch wenn ich da vielleicht nicht unbedingt ein Problem mit hätte, aber ich kann mir alles zusammenklicken, wenn ich will. Das heißt, ich muss jetzt nicht der super Command-Line-Warrior sein, um mir ein Ceph Storage mit Proxmox aufzubauen und vernünftig zu betreiben. Features ansonsten sind ein SDN, also Software Defined Network mit Open vSwitch und eine Firewall-Funktionalität. Das heißt, ich habe, wenn ich es möchte und das in mein Konzept passt, noch auf Orchestrierungsebene die Möglichkeit, Firewall-Regeln für einzelne Gäste, für einzelne Ressourcen in meinem Cluster zu definieren. Und das ist so ein bisschen so ein Gegenentwurf zu einem Perimeter-Firewall. Das heißt, ich kann es im Grunde auf den kompletten Storage mit verteilen und habe nicht die komplette Forwarding-Last auf einem einzelnen Host. Genau. Eine moderne Telemetrie-Pipeline habe ich ebenfalls. Das heißt, ich kann meine Leistungsmetriken und meine Alerts über in einen InfluxDB-Bucket abwerfen, wenn ich möchte, in Graphite. Und einen Prometheus-Exporter gibt es für die virtualisierungsrelevanten Parameter auch. Für den Host gibt es halt eh als Prometheus-Exporter. Fangen wir mal mit dem einfachsten Setup an. Das ist im Grunde ein einzelner Server oder eine einzelne Maschine, irgendein Gerät. Es sollte einen Bootdrive haben. Idealerweise hat es einen Datastore. Das heißt, ich empfehle da ein ZFS und den Datastore zumindest auf einem Mirror abzulegen, um irgendwie ein bisschen eine Absicherung gegen Hardwareausfälle oder gegen Hardwareprobleme zu haben. RAID-Controller, da kommen wir dann im weiteren Verlauf auch noch dazu. Sind im Grunde out und auch das Bootdrive, was ja häufig nochmal so ein Grund war, einen RAID-Controller zu haben, um dort, sagen wir mal, ausfallfrei die Systempartition von Proxmox irgendwo unterzubringen. Das brauche ich eigentlich nicht mehr, weil Proxmox das Proxmox Boot-Tool mitbringt, was sich so ein bisschen darum kümmert, auch das Bootdrive als ZFS-Mirror vernünftig betreiben zu können. Ansonsten ist es, naja, sagen wir mal, mit ein bisschen Gefrickel schon auch mit jedem Linux möglich. Proxmox Boot-Tool macht das Ganze unfassbar einfach und man bekommt da einfach nicht sonderlich viel von mit. Man kann im Grunde einfach eine Disk rausnehmen und das System bootet mit EFI immer noch. Fast so, als hätte ich quasi einen RAID-Controller drin. Die nächstgrößere Ausbaustufe wäre der, ich nenne das immer Poor Man's Cluster, und basiert auf ZFS-Replikation. Das heißt, ich habe zwei Nodes mit einem lokalen ZFS-Datenpool. Und um die Redundanz herzustellen, repliziert sich dieser Datenpool bzw. die Ressourcen in diesem Datenpool per Replikation auf die jeweils andere Node in einem bestimmten Zyklus. Das ist halt keine synchrone Replikation, sondern, also man kann das runterfahren bis auf alle zwei Minuten, dass halt alle zwei Minuten jeweils inkrementell die Daten von einem Pool oder von einer Maschine auf die andere geschrieben werden. Basiert halt auf ZFS-Snapshots, also das macht im Grunde das Heavy Lifting. Und funktioniert eigentlich auch super stabil. Ich habe halt, wenn ich einen Totalverlust einer Node zu beklagen habe, einen Datenverlust maximal in Höhe des Replikationsintervalls, mit dem ich rechnen muss. Das heißt, wenn ich jetzt alle zwei Stunden diese Replikation mache, verliere ich maximal alle zwei Stunden die Daten. Das heißt, ich muss im Vorfeld irgendwie so ein bisschen beurteilen, wie viel Datenverlust ist für mich irgendwie tolerabel und okay. Und dann sagen, okay, komme ich mit so einer asynchronen Replikation für mich zurecht. Ich kann auch HA-Features, also HA in dem Sinne, dass sich der
Failover-Manager darum kümmert, dass bestimmte Compute-Ressourcen immer laufen. Selbst das kann ich betreiben, dann brauche ich aber ein Queue-Device, was quasi als Witness funktioniert und mir ein Quorum im Cluster herstellt und quasi bezeugen kann, dass eine bestimmte Ressource läuft oder eben nicht läuft. Das funktioniert halt nicht, wenn ich einfach nur zwei Server miteinander verbinde und aufeinander repliziere. Wenn da halt eine Workload irgendwo wegfliegt, aus welchem Grund auch immer, wird die nirgendwo neu gestartet. Das heißt, in dem Falle brauche ich halt den Corosync QNetD auf irgendetwas. Das kann ein Recipe sein, das kann halt irgendein kleiner NUC sein. Das muss nichts Großes sein. Ich empfehle tatsächlich da trotzdem, wenn sich das von der Architektur her anbietet, immer einfach das ISO mit auf einer kleinen Maschine zu installieren, weil ich dann immer die gleichen Versionen von den Corosync-Komponenten habe, die ich brauche. Theoretisch kann man aber auch einfach Corosync QNetD als Package in irgendein Debian oder in irgendeine andere Distribution installieren. Best Practice, was sich so ein bisschen rausgestellt hat, es ist hilfreich, eine dedizierte Netzwerkkarte für die ZFS-Replikation zu haben, irgendwie so ein, keine Ahnung, QSFP Plus, 40 Gigabit oder sowas, je nachdem, welche Daten man da bewegen will, wo dann auch nichts anderes drüber läuft, mit einem DAC-Kabel aneinander, ist, sagen wir mal, auch für den kleinen Dollar zu machen und mit relativ wenig Aufwand abzubilden. Best Practice außerdem, das hängt ein bisschen mit dem zusammen, wie ZFS-Snapshots funktionieren, Flash-only. Also wenn man das irgendwie schön haben will und wirklich auch mit kleinen Replikationsintervallen arbeiten will, empfehle ich unbedingt, das mit SSDs oder NVMEs zu machen, weil es ansonsten manchmal ein bisschen zäh ist. Die Grafik dazu sieht dann auch relativ einfach aus. Ich habe im Grunde meine beiden Proxmox-Nodes, die sind miteinander verbunden. Nach vorne hin haben sie eine Verbindung ins LAN oder wo sie halt quasi ihren Workload-Traffic hin abwerfen können. Vielleicht habe ich irgendwo noch ein IPMI oder sowas. Das habe ich jetzt hier nicht vorgesehen. Die nächstgrößere Ausbaustufe wäre ein HCI-Cluster, also ein hyperkonvergenter Cluster. Was ist hyperkonvergente Infrastruktur? Im Grunde bedeutet das, dass ich Storage und Compute-Ressourcen in einem Silo habe. Warum würde ich das irgendwie machen wollen? Letzten Endes von den Kapazitäten und Ressourcen, die ich heute irgendwie in einem gängigen Server habe, ich meine, die haben ja alle irgendwie Multicores, also irgendwie so ein 8-Core-Server ist ja schon eher was Kleineres. Und wenn man da mal drauf schaut, man hat häufig schon eine Menge ungenutzter Ressourcen da rumliegen. Also warum will man nicht oder warum nutzt man die nicht, um auch den Storage-Layer abzubilden? Ich meine, das andere traditionelle Setup dazu wäre, dass ich einmal meinen Compute-Cluster habe und dann angebunden per iSCSI oder Fiber-Channel oder was auch immer, nochmal einen Storage-Cluster. Nachteil so ein bisschen ist, dass ich die Komplexität für zwei verschiedene Cluster-Systeme irgendwie mastern muss und wirklich im Detail verstehen muss und auch krisenfest in Anführungszeichen da sein muss. Und letzten Endes, es braucht mehr, also wahrscheinlich wird es mehr Strom brauchen. Und ja, ich habe halt einfach diesen höheren Komplexitätslevel. Hier habe ich das Ganze quasi in einer Schicht und auch gut in einer Oberfläche abgebildet. Ich finde, das nimmt ein bisschen Komplexität aus dem ganzen Ding raus. Minimale Größe dafür sind irgendwie 3 Knoten. Das heißt, ich brauche 3 Maschinen, um vernünftig einen Ceph-Cluster abzubilden, also den Storage-Layer für Proxmox, wenn ich das mit Ceph mache. Idealerweise empfehle ich dann schon, irgendwie das mit 5 Knoten oder mehr zu machen. Einfach aus dem Grund, um das Self-Healing-Feature nutzen zu können. Da komme ich gleich nochmal im Detail zu. Der Block-Storage-Layer von Ceph. Ceph an sich ist ja erstmal ein Object-Store, basiert auf RBD. RBD ist das Rados-Block-Device und ein Aufsatz für diesen Object-Store, der mir ein Block-Device exportieren kann, was ich dann wiederum mit QEMU als virtuelle Festplatte quasi für meine VM oder für meinen Container, je nachdem, was ich denn mache, benutzen kann. Es gibt verschiedene Redundanzmodi. Jetzt fangen wir schon so ein bisschen an reinzutauchen und einen kleinen Deep-Dive zu machen. Es gibt den Replicated-Modus, der Standard dazu ist 3.2. 3 bedeutet, dass ich immer 3 Kopien meiner Datenblöcke vorhalte. 2 bedeutet, dass ich mindestens 2 funktionierende und healthy Kopien benötige, damit der Cluster noch Schreibzugriffe zulässt. Das sollte man auch nicht weiter runterdrehen, weil wenn dann im Grunde was schief geht und ich irgendwo einen Datenfehler habe, dann kann ich im Grunde meinen Pool wegwerfen.
Das ist auch der schnellste Redundanzmodus, kostet aber mehr Speicherplatz, weil effektiv, ich muss immer die dreifache Menge brutto an Kapazität vorhalten von dem, was ich netto abspeichern will, plus noch ein bisschen Overhead, der gar nicht mal so wenig ist. Effektiver oder effizienter geht es mit Erasure Coding. Also Erasure Coded Pools funktionieren so ein bisschen wie RAID 5 oder 6 und teilen die Datenblöcke in mehrere Chunks auf, die dann mit Parity-Blocks versehen werden. Es hat einen gewissen oder einen messbaren Performance-Nachteil für bestimmte Workloads, die sehr, sehr IOPS-intensiv sind im bei den Schreibzugriffen. Aber das ist sollte man auch nicht überbewerten. Also das ist, ich habe gleich ein paar Messwerte dazu. Es ist aber deutlich effizienter im Platzverbrauch. Standard-Settings sind K gleich 2, M gleich 2. Das heißt, jeder Datenblock wird in zwei Chunks zerteilt und zwei Parity-Blöcke dazu werden erzeugt. In dem Falle habe ich halt in Anführungszeichen nur den doppelten Platzverbrauch für das, was ich netto abspeichern will. Das Ganze kann man noch, gleich haben wir noch ein paar Rechenbeispiele, bei größeren Clustern deutlich weiter aufteilen, sodass man von diesem Effizienzlevel dann nochmal auf einen deutlich besseren oder auf einen deutlichen ökonomischeren Wert kommt. Bei Ceph-Clustern innerhalb eines Proxmox-Clusters muss man wissen, nicht jeder Node, also nicht jeder Cluster-Knoten, muss auch Teil von Ceph sein. Das heißt, ich kann 15 Server haben und nur 7 sind Teil vom Ceph-Layer und stellen Speicherplatzressourcen zur Verfügung und die anderen sind reine Compute-Nodes, aber können halt auch den RBD-Layer mitverwenden. Genau. Ceph ist Self-Healing, das heißt, nach einer bestimmten Zeit, wenn ich einen Ausfall habe, sei es eine einzelne Festplatte oder ein kompletter Server, beginnt Ceph bzw. der Ceph-Monitor die Daten neu zu konvergieren und wieder gleichmäßig über den Cluster zu verteilen, um dann wieder die vorgegebene Anzahl an Replikaten zu erhalten, sodass ich dann theoretisch, je nachdem wie groß der Cluster ist, den nächsten Ausfall erleiden könnte. Aber ich habe zumindest wieder die volle Redundanz und komme halt nicht morgens ins Büro, das komplette Dashboard ist rot und ich habe Stress. Also tatsächlich ein nettes Feature, um so ein bisschen den Admin-Alltag zu entspannen. Ich habe ein Architekturdiagramm mitgebracht, was Ceph sich so ein bisschen anschaut. Unten drunter liegt halt immer RADOS. RADOS ist der Object Store. Tolles Akronym, Reliable Autonomous Distributed Object Store. Auf dem aufsetzen oder auf den zugreifen kann ich mit verschiedenen Libraries oder auf verschiedenen Wegen. Es gibt einmal LibRados, worüber ich direkt mit Apps darauf zugreifen kann. Es gibt das RADOS GW, was mir so ein S3-kompatibles Object Gateway zur Verfügung stellt. Es gibt RBD, worüber wir heute in erster Linie reden werden, was mir ein Block-Device nach draußen wirft. Und es gibt noch CephFS, was zusammen mit einem bestimmten Metadata-Format mir ein POSIX-kompliantes Filesystem exportieren kann, was ich dann ähnlich wie NFS oder andere POSIX-Filesysteme irgendwo importieren kann und da nutzen kann. Genau. Proxmox, also in dem Standard-Setting, wenn ich unter Proxmox mir eine virtuelle Festplatte einrichte, dann ist RBD das, was ich benutze. Hier ist jetzt mein simplifiziertes Schema von so einem 5-Knoten-Cluster. Generell zum Netzwerk kann man sagen, man kann theoretisch alle Cluster auch mit einer Full-Mesh Verkabelung aufbauen. Das heißt, man kann jeden Server mehr oder weniger in jeden anderen Server reinstecken. Das Problem ist, wenn mir irgendwo durch einen Netzwerkkartenfehler oder ähnliches eine einzelne Verbindung fliegen geht, steht sofort mein kompletter Cluster, weil ein Node immer garantiert dabei ist, der einen anderen nicht sieht. Und das mag Ceph nicht. Also empfehle ich da unbedingt, mir ein dediziertes Netzwerk zuzubauen, wenigstens irgendwie so mit 25 oder 40 Gigabit in Richtung Server. Idealerweise auch zwei Switches, weil wenn mir halt einer um die Ohren fliegt, ist halt wieder alles irgendwie doof, dann würde ich empfehlen, die per MLAG zu verbinden. Das heißt, dass ich zum einen mal natürlich eine Fehlertoleranz habe, aber auch einen Lastenausgleich. Das heißt, wenn ich jetzt zweimal 25 Gigabit habe, die halt quasi auch am Stück nutzen kann. Theoretisch kann man da auch, kann man die auch stacken. Kleine Detailsache, beim Stacking ist es häufig so, wenn ich Firmware-Updates mache, muss ich beide Switches neu starten. Das heißt, ich habe halt wieder irgendwie eine Downtime, die irgendwo im Raum steht. Beim Multi-Chassis-Lag kann ich in der Regel jeden Switch einzeln updaten und dann neu booten und hochfahren und ich kann das Ganze in Betrieb machen. Also wenn man irgendwie eine gute Uptime erreichen will und komplette Cluster-Shutdowns vermeiden will, baut man sich hier ein Multi-Chassis-Lag.
Ich würde kurz noch mal ein bisschen was zum Ceph-Wording durchgehen. Gerade wenn man nicht in diesem Thema drinsteckt und so ein bisschen aus dieser Sahnenwelt kommt oder viel mit Raids gearbeitet hat, kommen einem oder laufen einem ein paar neue Akronyme und Abkürzungen und Termini über den Weg. Gehen wir das mal durch. OSD ist der Object Storage Daemon. Ist ein Daemon, der auf allen Storage-Knoten läuft, der mit den einzelnen Disks agiert und die über TCP zur Verfügung stellen kann. Der Monitor-Prozess verwaltet den Cluster-Status. Mindestens 3 Monitor-Instanzen sind auf einem Cluster erforderlich, weil ich ein Quorum brauche. Idealerweise habe ich immer eine ungerade Zahl von 3 bis 5 Monitor-Prozessen in einem, ich würde mal sagen, oder ich würde es Small- bis Medium-Cluster nennen, am Laufen. Small- bis Medium sind für mich so bis zu 15 Knoten. Dann gibt es einen Manager-Prozess. Den Manager-Prozess habe ich, um Performance- und Statusmetriken über meinen Cluster exportieren zu können. Das heißt, wenn ich das Ganze in irgendeine Alert-Pipeline einkippen will, hilft mir dieser Manager im Detail Latenzinformationen, Placement-Group-Informationen, das heißt, wie sind die meine Objekte über die Disks verteilt, zu aggregieren und vernünftig zu visualisieren, um, wenn es dort irgendwo ein Problem gibt, das Ganze gleich im Blick zu haben und so ein bisschen Visibility zu haben. Davon läuft immer nur ein Prozess im ganzen Cluster. Ich würde aber immer noch auf 1 oder 2 weiteren Nodes einen Standby-Prozess laufen lassen. All das regelt für mich die Proxmox UI. Im Grunde kann ich mir einfach einen Knoten anklicken oder Node anklicken und sagen, okay, Deploy Manager, dann deployt er einen Manager und kümmert sich auch automatisch darum, dass immer auf einem der Knoten einer läuft. PG, beziehungsweise Placement Groups, ist das Subset eines Pools, in dem Objekte als Gruppen zusammengefasst werden. Ceph verwaltet seine Daten intern immer in PG-Granularität. Warum? Weil es einfach besser skaliert. In einem Cluster oder in einem Pool mit, sagen wir mal, 15 Terabyte habe ich halt einige 100.000 bis Millionen Objekte drin. Wenn der Monitorprozess genau über jedes Objekt Bescheid wissen müsste, wären die Memory-Anforderungen für diesen Monitorprozess relativ hoch, also wird das in Placement Groups zusammengefasst. Je nach Anzahl an Hosts und Anzahl an Festplatten gibt es eine empfohlene oder kalkulierbare Anzahl an Placement Groups, die man im Cluster haben sollte. Mittlerweile gibt es einen Autoscaler, da geht es jetzt schon wieder so ein bisschen ins Detail, der sich darum kümmert, die richtige Anzahl an Placement Groups zu wählen. Failure Domain. Failure Domain ist ein Parameter in den Crush Maps bzw. in der Konfiguration eines Ceph Clusters, der mir definiert, auf welcher Organisationsebene Objektreplikas garantiert werden sollen. Da bekommt man auch so ein bisschen eine Idee davon, aus welcher Welt Ceph eigentlich kommt. Also Ceph kommt eigentlich eher so aus der Petabyte Storage Welt, wo Daten global verteilt, geografisch disjunkt gelagert werden. Das sieht vor, dass ich nach die Failure Domain in OSDs unterteilen kann oder in Hosts unterteilen kann, Chassis, Racks, Rows, PDUs, Pods, Room, Data Center, Zone, Region oder Root. Sagen wir mal, für Clustergrößen, von denen wir jetzt hier so ein bisschen sprechen, so klein bis mittel, wären dann so 15 Knoten, will ich eigentlich immer Host als Failure Domain haben. Das heißt, der Monitor kümmert sich darum, wenn ein Datenblock abgelegt wird, dass jede Kopie auf einem unterschiedlichen Host abgelegt wird. Das heißt, würde ich das jetzt auf OSD stehen haben, könnte es halt sehr wahrscheinlich sein, dass bestimmte Blöcke halt alle auf einem Host liegen. Wenn der mir um die Ohren fliegt, ist es doof, will ich nicht. Also Standard-Failure-Domain ist Host und das bringt Proxmox auch so mit, wenn ich mir das zusammenklicke. CRUSH, wieder ein schönes Akronym, Controlled Replication Under Scalable Hashing. Die CRUSH-Map ist eine Konfigurationsdatei, die kontrolliert, nach welchem Schema die Daten über den Cluster verteilt werden. Das heißt, in der CRUSH-Map ist halt erstmal die Failure-Domain hinterlegt und ist das zentrale Steuerelement, womit die Replikationspolicy und die Failure-Domains garantiert werden. Außerdem weiß die CRUSH-Map über den kompletten Cluster Bescheid. Das heißt, es kennt jede OSD und die hierarchische Einteilung. Theoretisch kann ich ja unterschiedliche Device-Klassen zum Beispiel auch je nach Geschwindigkeit in meinem Cluster haben und die werden über die CRUSH-Map gesteuert. Genau, ich habe es gerade schon gesagt, Node-Redundanz, wir wollen die Failure-Domain auf Host haben. Der Standard war mal anders, es gab blöde Situationen in den Foren und viele Tränen. Mittlerweile ist es bei Proxmox so, dass es von Haus aus auf Host konfiguriert ist.
BlueStore. BlueStore ist das Filesystem, welches Ceph mitbringt, um auf dem untersten Layer die Ceph-Objekte zu speichern. Früher war das mal FileStore, da konnte man im Grunde auf jedem Filesystem XFSX4 oder was auch immer einfach ein Verzeichnis definieren. Da hat Ceph dann seine Daten abgelegt. Man hat halt eine gewisse Schicht an Uncertainty, also an Unsicherheit gehabt und wusste nicht genau, es war nicht genau vorhersehbar, wie im Hinblick auf Latenzen sich das Filesystem bzw. das Device, das OSD verhält. Also hat man dann vor, ich glaube, irgendwie 4 oder 5 Major-Versionen mit Ceph 13 BlueStore eingeführt als Filesystem, was nur für den Ceph Object Store gedacht ist. Es gibt ein WAL, ein Write-Ahead-Log. Das ist das interne Journal für BlueStore, liegt normalerweise mit auf der OSD. Und es gibt noch ein DB-Volume, und das enthält alle OSD-Metadaten. Es nennt sich auch RocksDB. Und das liegt auch mit auf der OSD und hat quasi so einen Katalog, in welcher Placement Group dann effektiv welche einzelnen Objekte auf diesem OSD gespeichert sind. Das Abtrennen, also theoretisch kann man WAL und DB abtrennen, macht man aber eigentlich nur und macht auch eigentlich nur Sinn, wenn das DB und WAL-Device signifikant schneller ist als das eigentliche Daten-Device. Also wenn ich jetzt eine Festplatte habe oder mit Spinning Rust arbeite, dann will ich normalerweise schon das Write-Ahead-Log und die RocksDB abtrennen. Ansonsten, wenn ich sowieso All-Flash arbeite, spielt das eigentlich keine Rolle und man schmeißt das alles auf einen OSD drauf. Ceph und Proxmox Best Practice, 5 Nodes aufwärts. Ansonsten werde ich immer eine Situation haben, in der, wenn mir nachts was um die Ohren fliegt, morgens alles rot ist. Doofe Situationen möchte ich nicht haben. Dediziertes Ceph-Netz, verlässliche Latenzzeiten, das war diese Netzwerkfrage. Ich würde es nicht, also ich würde den Ceph-Traffic einfach nicht mit übers LAN abbilden, aus mehreren Gründen. Und 2 Switches gesteckt oder als MC-Leg, die Vor- und Nachteile habe ich erklärt. Tut euch den Gefallen und baut ein Multi-Chassis-Leg im Hinblick auf die Downtimes. Es gibt theoretisch noch die Möglichkeit, aus, ich würde mal sagen, historischen Gründen, das Ceph-Netzwerk in 2 Segmente zu unterteilen, einmal für Private Traffic und für Public Traffic. Private Traffic wird definiert im Sinne von Balancing Traffic, wenn Ceph aufgrund der einer Cluster-Reorganisation, weil Devices dazugekommen sind oder ausgetauscht wurden, internen Traffic generiert. Das wird über das Private-Netz abgewickelt. Über das Public-Netz wird der eigentliche Workload-Traffic abgewickelt. In Multi-Gigabit-Umgebungen brauche ich diese Trennung eigentlich nicht mehr. Das stammt eigentlich noch so ein bisschen aus den Zeiten, in denen ich irgendwo mit N mal 1 Gigabit irgendwie rumhantieren musste. Da war das manchmal hilfreich, diese beiden Datenströme voneinander zu trennen, wenn ich irgendwie mit 25, 40 oder keine Ahnung wie viel Gigabit arbeite. Also ich habe keine Cases, in denen das wirklich Sinn macht. Und mindestens 3 OSDs pro Node. Hat so ein bisschen den Hintergrund, oder eigentlich kann man sich jetzt auch gut herleiten. Wenn mir jetzt in einem Knoten, wo ich 2 Disks drin habe, eine Disk fliegen geht und ich aber trotzdem wieder eine Fehlertoleranz erreichen will, habe ich eine Safe-Full-Ratio von 50%, weil ich ansonsten es nicht schaffe, die Daten von dem Knoten, in dem mir ein OSD fliegen gegangen ist, irgendwo anders zu verteilen. Je mehr OSDs ich halt in einem Knoten habe, umso höher ist meine Safe-Full-Ratio, die ich in diesem Cluster benutzen kann. Gehen wir gleich auch noch mal ein kleines bisschen ins Detail. Hardware-Anforderungen. OSD-Prozess haben wir drüber geredet, 4 GB RAM oder mehr, 1 Core sollte man zuweisen, 2 Cores in All-Flash-Szenarien zu empfehlen. Die ganzen Metriken, die ich jetzt hier dokumentiert habe, basieren auf einem AMD EPYC Rome mit 2,8 GHz Basetakt. Da komme ich so auf, je nach Objektgröße oder je nach Read-Charakteristik, auf 200 bis 500 MB Durchsatz pro Device und pro Core und 100 bis 3000 IOPS pro Device pro Core. Habe ich SSDs oder NVMEs, profitiere ich unheimlich von zusätzlichen Cores, weil Threaded I.O. dann vernünftig funktionieren kann. Netzwerk, wo meine USD-Instanz drauf läuft, alles Multi-Gigabit, also 10 Gigabit oder mehr. Monitor-Instanz, das ist im Grunde meine Cluster-Map. 2 Cores Minimum, also 2 Cores würde ich ihm zuweisen. Oder bei meinem Cluster-Sizing dafür in Reserve halten. RAM 5 GB, für Production-Systeme ist es wahrscheinlich ein bisschen mehr. Storage, es belegt ein bisschen was für eine interne DB auf der Platte des Host-Systems. Würde ich irgendwie so grob 10 GB pro Daemon
beziehungsweise dann halt pro SSD oder pro Storage-Device empfehlen, auch mit Multi-Gigabit anbinden. CEF-Manager-Instanz mit 2 Cores ausstatten, 2 GB RAM, braucht für so ein paar Status-Files und für so ein bisschen Konfigurationskrams 1 Gigabyte und sollte halt auch im gleichen Zuge mit Multi-Gigabit angebunden sein. Reden wir kurz übers Sizing. Wir haben vorhin schon mal den Replicated-Mode angesprochen, das ist im Grunde so der einfachste Mode. Wenn ich es jetzt mit einer in der RAID-Terminologie vergleichen wollen würde, ist es für mich ein RAID 1, also ein Mirror-Set. Das heißt, wenn ich eine Ratio von 3,2 habe, also von Size 3, Minimum 2, dann heißt das, dass ich dass 3 Replikate in unterschiedlichen Failure-Domains erstellt werden. 2 Replikate müssen verfügbar sein, damit mein Cluster noch Schreibzugriffe akzeptiert. Als Rechenbeispiel 5 Knoten in jedem 3,8 Terabyte NVMEs, Size 3, macht dann im Grunde 8 mal 5 mal 3,8 sind 152 Terabyte brutto, geteilt durch 3 sind theoretisch 50,6 Terabyte, abzüglich einem durchaus signifikanten Overhead von in einem Praxisbeispiel ausgerechnet 17,3% für Rider Headlock und RocksDB bleiben für mich dann effektiv 41,86 Terabyte nutzbar. Ein bisschen besser oder ein bisschen effizienter geht es mit Erasure Coding. In RAID-Terminologie würde man das RAID 5 oder RAID 6 nennen. Hier werden die Chunks in also die Objekte in Datenchunks unterteilt. Dabei gibt es 2 Parameter, die mein Redundanzlevel angeben. Das ist einmal K und einmal M. K ist die Anzahl an Chunks, in die mein Objekt zerteilt wird, und M ist die Anzahl an Parity-Chunks, die dazu errechnet wird. Bei einem Laufwerksausfall werden die Parity-Blocks benutzt, um die Daten wiederherzustellen. Das einfachste Setup erfordert halt 3 Hosts und entspricht einem RAID 5. K gleich 2, M gleich 1. Das heißt, jeder Block wird zerteilt in 2 Stücke und ein Parity-Block dazu definiert. Das heißt, ein Device kann mir dann ausfallen. CEF Erasure Coding Standard ist K gleich 2, M gleich 2. Ich brauche halt mindestens K plus M Hosts in meinem Cluster, um das abbilden zu können vernünftig. Das heißt, um das abzubilden, bräuchte ich halt zumindest 4 Nodes. Genau, K ist die Anzahl der Chunks, M ist die Anzahl der Parity Chunks. In dem Beispiel K gleich 2, M gleich 2 dürften halt 2 OSDs verloren gehen, weil ich 2 Parity-Blöcke habe, um Daten wiederherstellen zu können. Machen wir ein Rechenbeispiel daraus. Zum einen mal, um die Efficiency zu berechnen und das Cluster-Sizing zu berechnen. K gleich 2, M gleich 2 braucht so viel Platz im Cluster wie ein 2-Replika-Pool. Also ein theoretischer 2-Replika-Pool, den man halt nicht machen sollte, aber rein rechnerisch wäre das so. Es toleriert den Verlust von 2 von 4 Chunks, das heißt, die Daten werden initial über 4 USDs verteilt und 2 können gleichzeitig verloren gehen. Der Overhead beträgt dann hier nur noch 100%. Das heißt, für jedes Terabyte, was ich netto verwenden will, muss ich 2 Terabyte reinstecken. Um die Redundanz zum einen weiter zu erhöhen und die Efficiency zu erhöhen, vorausgesetzt, mein Cluster ist groß genug, dass ich das vernünftig abbilden kann, können wir uns jetzt mal das Rechenbeispiel K gleich 10 und M gleich 4 ansehen. Das toleriert dann theoretisch den Verlust von 4 USDs und jedes Objekt wird über 14 USDs verteilt. Das Datenobjekt wird erstmal in 10 Chunks zerlegt und 4 Coding Chunks dazu errechnet. Ein Coding Chunk hat, by the way, immer die Größe eines Data Chunks. Der Overhead beträgt hier 40%. Er rechnet sich folgendermaßen. 10 Megabyte Objekt wird in 10 Chunks geteilt, sind 10 mal 1 Megabyte plus 4 mal 1 Megabyte für die Parity Chunks, macht dann 14 MB. Die Overhead-Berechnungsformel wäre dann Anzahl an OSDs mal K geteilt durch K plus M mal OSD-Größe. Hier hätte ich halt ein Overhead von nur 40%, das heißt, für jedes Terabyte, was ich verwende, muss ich 1,4 Terabyte reinstecken. Das kann ich halt theoretisch immer weiter aufskalieren, je nachdem, wie groß ich meinen Cluster dann irgendwie bauen möchte. So, genug über Sizing geredet.
Lifecycle-Management. Das eine ist, sich irgendwie so ein Cluster hinzustellen oder eine Proxmox-Installation, welcher Größe auch immer, hinzustellen und das alles irgendwie zum Laufen zu bringen. Das andere ist, die Workload darauf über die Zeit, also über die Jahre zu bringen. Und dabei idealerweise, je nachdem wie critical das Ganze ist, die Downtime zu minimieren. Grundsätzlich funktioniert Proxmox mit Rolling Pool Upgrades. Das heißt, ich kann Knoten für Knoten einfach dist upgraden, dann durchbooten, also wenn ein Kernel-Update dabei war. Und der Failover-Manager kümmert sich darum, dass alle VMs auf diesem Host evakuiert werden, auf die restlichen zur Verfügung stehenden Hosts. Und sobald die Maschine, die abgedatete Maschine wieder da ist, werden diese VMs wieder zurückgezogen. Das ist ganz praktisch, weil da muss man es nicht von Hand hin und her schieben. Das heißt, der Failover-Manager merkt sich, welche VMs er wohin verschoben hat, um sie dann halt eben wieder zu relocaten. Es gibt einige wenige Updates, die empfehlen, auch den Boot der VMs, das war jetzt erst beim Update von Proxmox 7 auf 8, war aber auch das erste Update, was ich gesehen habe, wo das der Fall ist, weil QEMU sich im Unterbau von Major Release 7 auf 8 ebenso geändert hat und es zumindest empfohlen war, die VMs, damit sie mit dem Feature Set von QEMU 8 angestartet werden, dass man da in einem Wartungsfenster, das muss nicht instant passieren, aber in absehbarer Zeit einmal durchbootet und zwar einfach nicht einfach nur ein Reboot, sondern tatsächlich einen Shutdown macht und sie dann neu anstartet, damit sie auch mit dem neuen Feature-Set von QEMU gestartet wurden. Das ist im Grunde ein Fünfzeiler, mit dem ich ein Major-Release-Upgrade von Proxmox durchführen kann. Normale Updates kann ich halt völlig stressfrei einfach über die UI installieren. Wenn es halt Major-Release-Upgrades gibt, dann ist das, was ich machen muss, um einmal Proxmox und Ceph im Unterbau abzudaten. Diese ganzen Update-Prozeduren sind im Proxmox-Wiki extrem gut dokumentiert. Auch alle, also sehr viele Corner-Cases, die sich irgendwie auf dem Weg ergeben können, sind eigentlich fast alle da irgendwo bedacht worden und es ist einfach saugut dokumentiert. Das heißt, wenn ich da reinschaue, 2-3 Wochen, nachdem das Update rausgekommen ist, mir ist noch nie was schiefgegangen. Also es gibt andere Hypervisor oder andere Virtualisierungstechniken, mit denen ich da deutlich mehr Probleme hatte. Backup-Strategien. Was machen wir? Zum einen mal In-Guest-Backups, also dass man im Grunde auf der VM oder in meiner Ressource einen Backup-Agent laufen hat, der einfach alle Files oder bestimmte Verzeichnisse da rauszieht. So wie man das seit jeher macht. Dann kann ich auf Ceph-Ebene, sofern ich einen Ceph-Cluster damit betreibe, per RBD-Export und ein bisschen Custom-Tooling mir Snapshots von den VMs ziehen und in relativ hoher Geschwindigkeit irgendwo auf dem NFS oder auf dem Samba-Share oder sonst wo auf irgendeine Datenhalde wegschreiben. Weiterhin gibt es dann seit 1,5 Jahren oder sowas, den Proxmox-Backup-Server, im Folgenden dann ab und zu wahrscheinlich mal PBS genannt, ist auch aus dem Hause Proxmox eine auf Debian-basierte Lösung, die sich recht schön in die Proxmox UI integriert und ein paar nette Features hat, die wir dann auf der nächsten Folie anschauen. Welche Backup-Strategie wählen wir? Also ich würde tatsächlich irgendwie alles verwenden, nie auf eine, aber das ist jetzt glaube ich auch so ein bisschen Grundlagending, nie auf ein Konzept alleine verlassen. Wenn irgendwo mal ein fehlerhaftes Update rauskommt und Updates und Backups einfach nicht vernünftig gelaufen sind, bin ich froh und erspare mir die Tränen, wenn ich noch ein zweites Backup habe, was komplett separat gelaufen ist, auf was ich zugreifen kann. Proxmox Backup Server. Aktuelle Version 3.1 ist eine Backup-Lösung für Proxmox VE auf Basis von Debian. Hat eine vergleichbare UI. Also man findet sich da relativ schnell wieder. Ebenfalls installierbar als ISO Image oder wieder als Debian-Repo in einem bestehenden Debian. Auch hier meine Empfehlung, nehmt das ISO, wenn es nicht gerade aus welchen Gründen noch immer anders sein muss. Features, die ich habe, sind eine Deduplizierung. Das heißt, PBS macht immer Deduplizierung. Ich kann das gar nicht ausschalten. Das liegt ein bisschen an der Art und Weise, wie PBS seine Daten ablegt. Komme ich gleich noch zu. Backup-Verschlüsselung, das heißt, ich kann bereits auf dem Host, auf dem ich die Backups erzeuge, die Backups verschlüsseln und auch nur mit dem Key logischerweise wieder entschlüsseln. Ich habe die Möglichkeit, wenn ich mehrere PBS-Instanzen habe und ich möchte beispielsweise meine Backups, die ich an einem Standort habe, nochmal irgendwo geografisch disjunkt lagern, kann ich einfach eine andere Instanz damit replizieren lassen. Über HTTP läuft das Ganze dann.
LTO, also Tape Libraries werden unterstützt, das heißt LTO 5 aufwärts funktioniert und LTO Encryption Feature wird ebenfalls unterstützt. Nettes Feature, was es auch noch mitgebringt, ist, dass ich, während ich einen Restore von einer VM starte, bereits die VM wieder anstarten kann. Das hat natürlich alles seine Grenzen, das heißt, wenn ich jetzt super heavy IO-lastige Sachen habe, irgendeinen File-Server oder sowas, da wird das halt relativ schlecht funktionieren. Wenn ich jetzt im Falle eines Disaster Recoveries erstmal meinen Radius und meinen LDAP-Server oder sagen wir mal die essentiellen Sachen wieder zurückholen möchte, die zwar wichtig sind, aber nicht sonderlich viel IO erzeugen, genau für solche Sachen funktioniert das sehr gut. Also man muss sich vorstellen, Proxmox holt sich halt im Hintergrund dann die fehlenden Blöcke per HTTP. Das funktioniert halt eben, um mal einen Kernel anzubooten und dann eben so ein bisschen LDAP-Traffic oder LDAP-Zugriff auf eine kleine Datenbank zu machen. Wenn jetzt halt eben ein Samba-Server mit Standard, also mit ein paar Gigabit Traffic da drauf liegt, die dann direkt da drauf schlagen, dann wird das halt nicht funktionieren. Das ist ein bisschen, also Veeam hat, glaube ich, ein ähnliches Feature, womit man das machen kann. Proxmox Backup Design Considerations. Proxmox selber empfiehlt, den Backup-Server als All-Flash auszulegen. Gut, hängt ein bisschen, also anders. In einer idealen Welt ist Flash-Speicher so billig, dass wir das machen können. Tatsächlich, wenn man irgendwie mal so einen halben Petabyte Backup-Storage braucht, ist das dann doch schon irgendwie eine relativ teure Sache und man kommt dann trotzdem um Spinning Rust nicht ganz rum. Wenn ich Spinning Rust im PBS verwende, brauche ich ab einer bestimmten Größe, ab so ein paar Terabyte, ein paar Tweaks. Dazu muss man wissen, die Deduplizierung im PBS funktioniert so, dass Proxmox Backup Server die Daten als 4 Megabyte große Chunks abspeichert, einfach in irgendein Verzeichnis wirft und die Dateinamen dem SHA-256 Hash des Inhaltes entsprechen. Damit wird natürlich automatisch dedupliziert, logisch, und das funktioniert dann irgendwie auch ganz gut, aber ich habe halt hinterher Verzeichnisse mit ein paar hunderttausend Files drin und wenn ich da allein ein LS drauf machen will und das Ganze liegt irgendwie auf einer HDD, das dauert dann schon mal 1-2 Minuten, bis da überhaupt irgendwas angezeigt wird. Was mir dann auf die Füße fällt, wenn die periodische Garbage Collection läuft, bei der alte Daten rausrotiert werden, weil da passieren im Grunde genau diese Disk-Operationen. Man kann das Ganze ein bisschen, es gibt ein Workaround oder ein Tweak dafür. Das heißt, mit einem ZFS Special Device kann ich ZFS-Metadaten und extrem kleine Files auf ein separates, in dem Fall dann halt idealerweise einen Flash-Speicher auslagern und damit alle Filesystem-Metadata-Operationen dramatisch beschleunigen. Also während halt in einem, sagen wir mal, gut gefüllten PBS-Server von mir nur mit Festplatten, das beim 1 Terabyte große Disk oder so war das, es hat halt die Garbage Collection 3 Stunden gedauert. Oder allein ein LS zu machen hat halt 20 Minuten gedauert. Habe ich ein Special Device drin, geht es halt in 2-3 Sekunden. Also Garbage Collection, Problem ist damit quasi erledigt. Es findet noch ein Verify statt, das heißt, ich kann halt einstellen, dass halt meine Datenblöcke alle, keine Ahnung, einmal die Woche oder einmal im Monat verified werden sollen. Das wird halt dadurch logischerweise nicht schneller, weil da halt einfach alle Chunks der Reihe noch irgendwie gelesen werden. Aber Garbage Collection ist damit soweit erledigt. Die Kommunikation zwischen Proxmox und Proxmox Backup Server funktioniert über eine HTTP-API, also über eine REST-API, die sich über Access Tokens authentifiziert. Hier sollte man unbedingt darauf achten, dass man diese Tokens so restriktiv wie möglich hält. Theoretisch kann man halt jedem Host einfach einen Admin-Token oder einen Power-User-Token geben. Wenn mir dann allerdings, oder wenn ich dann eine Kompromittierung eines Hosts habe, kann mir halt theoretisch jeder meine Backups, die dann im Pool sind oder in dem Datastore liegen, alle runterlöschen. Deswegen sieht PBS relativ granular die Möglichkeiten vor, die Rechte zu vergeben. Das heißt, Proxmox-Hosts bekommen nur Schreibrechte, können wirklich nur neue Snapshots anlegen im PBS und mehr brauchen die dann erstmal nicht. Und zweite PBS-Instanzen brauchen halt auch nur, also auf die ich dann repliziere, die brauchen halt auch nur das Read-Recht auf meinem primären PBS-Server. Die Mühe sollte ich mir dann schon machen, dafür dann immer separate Tokens anzulegen und nicht einfach überall mit einem Admin-Token durch die Gegend zu juckeln. Multicluster-Setups. Manchmal
So ein Cluster bringt halt auch ein gewisses Maß an Komplexität mit sich. Wenn durch ein fehlerhaftes Update oder relativ häufig oder ein nicht ganz seltener Fall durch Admin-Fehler etwas im Cluster schiefläuft, ist der Hebel, mir eine ganze Menge Workload flach zu legen oder letzten Endes irgendwo kaputt zu machen, relativ groß. Will ich eigentlich nicht. Wenn ich jetzt Sachen habe, die super mission critical sind, habe ich die Möglichkeit, ein Cluster zu nehmen und in einen Hot-Standby-Cluster zu replizieren. Das heißt, dann habe ich eine Fallback-Ebene, wenn mir aus welchen Gründen auch immer der erste Cluster, kaputtes Update, Feuer, ich weiß es nicht, einfach unrettbar zerstört geht, dass ich die VMs nicht erst aus dem Backup wiederholen muss, sondern eine schnell anstartbare Kopie habe, die ich dann an einem zweiten Standort einfach nur noch hochfahren muss. Bei manchen Firmen gibt es auch Compliance-Vorschriften, die genau dieses Verfahren erfordern. Manchmal ist es auch so, dass es dann geografisch disjunkt sein soll. Und dafür habe ich ein bisschen Custom-Tooling geschrieben. Mein GitHub-Link ist da, womit ich eben genau das machen kann, nämlich eben von Cluster zu Cluster meine Workload zu replizieren. Inkrementell, also das heißt, ich muss nicht immer die ganzen VMs durch die Gegend schieben, sondern quasi immer nur das, was sich geändert hat. Kommen wir noch zu einem Thema, was jetzt irgendwie, glaube ich, gerade ein bisschen interessant sein könnte für manche Leute. Migration von VMware bzw. Hyper-V. Grundsätzlich wird eine Migration von VMs immer offline sein. Das heißt, es wird niemals eine Möglichkeit geben, wirklich eine Live-Migration von VMware zu Proxmox oder zu irgendeinem anderen Hypervisor hinzubekommen. Wenn ich die Migration plane, im Zielcluster so die VM-Konfiguration immer so ein bisschen an der Quelle orientieren. CPU-Architektur sollte halt irgendwie so grob dementsprechend, also 32, 64 Bit muss natürlich dann auch stimmen. Die Ressourcen an RAM sollten passen und die Disk, das ergibt sich ja eh aus dem Block-Device, was ich an der Quelle habe, wie das gesized werden sollte. Bevor ich anfange, macht ein Backup auf der Quelle. Ich habe schon Tränen gesehen. Don't skip it. Wirklich machen, auch wenn ich es jetzt unbedingt ausprobieren will. Was immer geht, ist ein OVF zu exportieren. Da gibt es dann auf Proxmox-Seite ein OVF-Tool, mit dem ich OVF-Files importieren kann. Das strippt halt so ein bisschen die Metadaten vom OVF raus und importiert man dann im Grunde das Image auf ein Storage von mir. Das ist dann egal, was es ist. Das kann Ceph, NFS oder was auch immer sein. Das funktioniert immer. Im Fall von VMware gibt es einen netten Trick, mit dem man die Downtime minimieren kann. Wenn ich jetzt beispielsweise ein VMware-Cluster habe, ich habe alles auf dem iSCSI oder auf irgendeinem Storage-Cluster liegen, kann ich hingehen, mir mal temporär irgendwo ein NFS-Share zur Verfügung stellen, was so ausreichend schnell ist. Per Storage-Migration oder per Storage-Motion heißt es, glaube ich, bei VMware, die Disks von dem Gast, den ich migrieren möchte, da drauf zu moven. Das heißt, ich bekomme dann ein VMDK-File. Dieses VMDK kann ich in Proxmox direkt einbinden. Das heißt, ich muss es nicht erst irgendwie importieren und habe eine längere Downtime, weil ich relativ viel hin und her kopieren muss, sondern in dem Moment, wo ich unter VMware den Gast dann runtergefahren habe, kann ich die VMDK in Proxmox einbinden und den Gast sofort wieder anstarten. Paar Sachen muss man im Detail halt beachten, die gelten aber sowohl für diese, ich sag mal, beschleunigte Migration, als auch für ein Standard-Export-Import-Verfahren. Unter Windows den ersten Boot mit emulierten Treibern zu machen. Danach werden die Virt.io-Block-Treiber installiert, damit ich halt auch paravirtualisierte Disk-Zugriffe habe. Danach nochmal runterfahren von emulierten Treibern im Proxmox UI auf SCSI Virt.io umstellen und dann habe ich im Grunde schon mal schnell einen Disk-Zugriff. Ansonsten den QEMU Guest Agent halt installieren, damit ich vernünftige Snapshots machen kann, damit FS3 funktioniert. Und gegebenenfalls irgendwelche Überbleibsel von VMware oder Hyper-V, die bringen ja auch ihre Guest Agents mit. Die kann ich dann im Grunde runterschmeißen und dann ist das erstmal durch für mich. Ansonsten würde ich wahrscheinlich noch schauen, dass ich die virtuellen Netzwerktreiber installiere, damit ich die nicht emulieren muss und halt alles, was so auf der Supplemental-CD von Proxmox drauf ist, beziehungsweise von QEMU drauf ist, in meine VM reinschmeißen. Also das gilt jetzt halt hauptsächlich für Windows-VMs. Bei Linux ist das halt alles eigentlich schon im Kernel integriert. Da muss ich nicht mehr großartig rumtun. Die kommen eigentlich sofort hoch.
Also bis auf den QEMU Guest Agent, den muss ich halt noch draufschmeißen. Vor allem ins Backup einbinden und wenn ihr das gemacht habt, also das sollte ich halt auch dran denken, bin ich eigentlich damit durch. Genau. Das macht man dann VM für VM, also so richtig schnell. Also automatisieren wird man das nicht können, dann wird man schon jede Mal anfassen müssen. Aber eigentlich ist man dann auch relativ flott damit durch. Security-Aspekte. Dinge, an die man auch noch denken sollte. Updates installieren. Einfach nicht irgendwie 3 Jahre den Cluster laufen lassen, weil er läuft ja so schön und es ist alles so stabil. Ja, wird so sein. Aber es gibt durchaus, oder es hat durchaus immer mal wieder Bugs gegeben im Hypervisor, der zugelassen hat, dass Gast oder dass ich mich von VMs in den Hypervisor durchpiercen kann. Das will ich nicht haben, weil im Grunde dann eigentlich jede Workload von mir als kompromittiert zu gelten hat. Weil letzten Endes bin ich auf dem Hypervisor, komme ich per Guest Agent, der mehr oder weniger nichts anderes ist als eine Art Rootkit, auf alle anderen VMs drauf und kann da rumwüten, will ich nicht haben. Deswegen Updates installieren, gerade bei Proxmox ist es so stressfrei wie bei eigentlich fast keinem anderen Hypervisor. Trennung, Management, Access und Storage Netze. Eigentlich versteht sich das sowieso so ein bisschen. Ich habe es halt nicht selten gesehen, wenn ich irgendwo zu einem Fall gerufen worden bin, dass das einfach irgendwo alles irgendwo eingesteckt war, es keine VLANs gab und so weiter. Da sollte man sich so ein bisschen Zeit nehmen, wenn man ohnehin ein System neu aufsetzt und das in geordnete Bahnen lenken. Keine Passwörter mehr verwenden, muss ich nicht. Das heißt, für die Web-UI unbedingt 2FA-Tokens verwenden, YubiKeys oder irgendwelche Web-Outen-Devices funktionieren da oder zumindest ein TOTP-Token, den ich auch immer als Backup noch hinterlegen soll, sollte, dort konfigurieren. Weil habe ich das Web-UI-Passwort irgendwo in einem Browser, dann ist es halt gleichzeitig auch das Root-Passwort, ist halt auch wieder doof, will ich nicht haben. SSH zusätzlich noch mit Public Key absichern, das heißt Password Authentication komplett disablen, standardmäßig ist es enabled. Direkt beim ersten Login SSH-Key draufwerfen, den eigenen, und Password Authentication rausmachen. Was sich auch so ein bisschen als gute Praxis herausgestellt hat, ist, keine selbstsignierten Zertifikate zu verwenden, beziehungsweise wenn ich Zertifikate verwende, welche zu verwenden, die im Trust Store meiner Arbeitsstation drin sind, um einfach mitzubekommen, wenn irgendwo Man in the Middle mir jemand dort etwas abschnorcheln will. Klickt keine Certificate Invalid-Meldungen weg. Außerdem, wenn ich das Ganze einsetze, um Kunden-Workload zu hosten, schmeißt eure Tenants in unterschiedliche L2-Domains. Also legt zumindest irgendwie ein VLAN für Kunde A an, ein VLAN für Kunde B und so weiter, damit die nicht gegenseitig Dinge miteinander tun können. Ich kann das alles in der Oberfläche gut zusammen konfigurieren. Bei PBS-Benutzung, ich habe es gerade schon angesprochen, die Tokens, um auf die Backup-Server zuzugreifen, nur mit den nötigsten Rechten auszustatten, um auch so ein bisschen Ransomware-resilient zu werden, damit, wenn ich eine Kompromittierung des Hosts habe, ich nicht riskiere, dass meine Backups gepoisoned, gelöscht oder wie auch immer unbrauchbar gemacht werden. IPMI wegsegmentieren, das heißt, wenn ich irgendwie in meinen Servern noch eine schöne Remote-Konsole drin habe, die auf jeden Fall ein separates VLAN zu packen, gehört ja eigentlich ohnehin so ein bisschen zum schönen Netzwerkdesign. Beim PBS würde ich sogar noch so ein bisschen weitergehen und das IPMI physikalisch komplett trennen. Im idealen Falle renne ich halt mit dem Monitor in den Serverraum, wenn ich was an meinem Proxmox Backup Server machen will und habe das Teil wirklich ausgesteckt. Oder zumindest den Switchboard runterzufahren, das wäre halt dann irgendwie so ein gangbarer Mittelweg, den man gehen kann, dass man zumindest nicht automatisch von der Admin-Workstation immer sich die IPMI-Konsole vom PBS-Server herholen kann. Wenn es halt wirklich richtig doof läuft und ich mir irgendein Ransom ins Haus hole, ist es halt einfach die letzte Instanz, die mir irgendwie helfen kann, damit ich nicht weinen muss. Und deswegen sollte man das tun. Gut. Jetzt bin ich eigentlich mit den Punkten schon soweit durch und würde ein paar Fragen beantworten, sofern sie denn da sind. Ja, herzlichen Dank für diesen wunderbaren Vortrag, Mephisto. Gibt es denn von eurer Seite aus Fragen? Ein bisschen Zeit für eine Q&A-Session, zumindest eine kleine haben wir noch. Hallo, also wir haben so ein Cluster und
Was wir aber nicht haben, sind die offiziellen Support Sourcen, und das wäre eine Frage, empfiehlst du die ganz dringend oder kann man die in so einem halbwegs produktiven, ernst gemeinten Betrieb auch mal nicht nutzen und bezahlen? Also der Unterschied ist halt, dass die Release-Politik auf den Enterprise-Repos so ein kleines bisschen konservativer ist und so die Idee ist, dass man die Packages erstmal ins Non-Subscription released und wenn keine allzu großen Einschläge im Forum passieren und alle das irgendwie für gut befinden, die dann ins Enterprise-Repo rübergehen. Also wenn es jetzt halt gerade nicht am letzten Euro scheitert, würde ich schon empfehlen, die Enterprise-Release zu verwenden oder das Enterprise-Repo, die Subscription zu machen. Also die Community-Subscription ist jetzt auch nicht so unfassbar teuer. Ich habe aber auch Produktivfälle, wo ich seit mehreren Jahren problemlos mit den Non-Subscriptions arbeite. Das kann man dann schon auch machen. Okay. Ich würde mal ein bisschen laufen. So. Könnt ihr das Mikrofon bitte durchreichen? So, hallo. Haben LXC-Container irgendeinen Nachteil gegenüber von VMs? Also sicherheitstechnisch, effizienztechnisch, wie auch immer? Okay. Kann man gar nicht mal in zwei Sätzen beantworten. Die wichtigsten Unterschiede sind, Container kann ich nicht live migrieren. Das heißt, wenn ich irgendeine Workload habe und ich habe einen Node-Verlust, wird mir der Container auf ihn vercrashen. Der läuft halt im Grunde direkt auf dem Hypervisor-Kernel. Security-mäßig habe ich halt auch eine Barriere weniger zur angenommenen Penetration des Hypervisor-Kernels. Also ja, es gibt einen Security-Nachteil aus diesem Fakt. Und eben, also für mich spielt dann schon eine Rolle, dass ich meine Container-Workload nicht live migrieren kann. In dem Fall, wenn ich jetzt sowieso ein Single-Node-Setup fahre, spielt das keine Rolle. Das heißt, wenn ich einfach nur einen einzelnen Proxmox-Server habe, dann kann ich ja meine LXC-Container da verwenden. Wenn ich das Ganze irgendwie in einer hohen Verfügbarkeit brauche, würde ich mir immer Worker-VMs bauen, in denen ich dann meine Containerisierung betreibe. Okay, danke schön. Weitere Fragen? Da vorne sehe ich gerade eine Nachfrage. Nee, tatsächlich noch eine andere Frage, hoppla. Und zwar, weil ich ja sehe, El Lefisto, das bist du, und da hattest du schon ein Projekt für diese Migration, bist also ein bisschen involviert. Und eine Sache, die mir so aufgefallen ist, weil Proxmox ist ziemlich so bekannt, Open Source, cool, passt irgendwie gut in die Community. Ich habe aber noch nie von irgendwelchen Proxmox-Mitarbeitern hier auf so Events oder irgendwo, die scheinen nicht zu existieren. Die sind da wohl in Österreich ganz zufrieden und kommen da nie raus. Hast du da Kontakt zu denen? Oder? Ja, also ich habe schon gelegentlich immer mal wieder Kontakt in das Hause Proxmox nach Wien. Vielleicht müssen wir die österreichischen Kongressteilnehmer oder Easter-Teilnehmer fragen, ob die nicht mal mitbringen wollen. Ich denke auch, die könnten noch mal irgendwie einen Vortrag halten oder so. Ich glaube, die kommen noch prima an bei uns, oder nicht? Ja, das denke ich schon, ja. Finde ich auch cool. Ja, wir bringen Proxmox einfach in Form von Mitarbeitenden auf die ganzen Chaos-Events. Gibt es noch eine weitere Frage oder weitere Fragen? Ansonsten ist es okay für dich, wenn du auf dem Event angesprochen wirst, angegitterbt wirst, angemailt wirst, Leute dir Chaos-Postkarten schreiben mit Bitte um Rückruf, whatsoever. Immer gerne. Ich bin noch ein paar Tage hier. Okay, dann Dankeschön. Wunderbar. Und danke. Habt ein tolles Event. Ja, viel Spaß.